In Österreich gibt es rund 45.000 Hektar Anbaufläche für Wein. Circa 2.500 Hektar fallen davon auf den Wagram im Osten des Landes. Das Gebiet besteht aus zwei Zonen. Nördlich der Donau zieht sich die namensgebende Geländestufe durch das Land, während man südlich eine Reihe kleiner Weinorte und die historische Weinstadt Klosterneuburg mit einem der ältesten Weingüter Österreichs findet. Der Wagram zeichnet sich vor allem durch seinen hochqualitativen grünen Veltliner, den rassigen Riesling und die autochthone Rarität roter Veltliner aus. Als Wagramer kann ich nur sagen, die Wagramer Weine sind eine besondere Art von Weinkultur. Sie sind nämlich aufgrund des Lösses so kräftig und dadurch ideale Begleiter zu großer Küche. Wagramer Weine verbinde ich immer mit einem vollen Körper, vibrierender Frucht, einzigartiger Würze und Textur. Grüne Veltliner, roter Veltliner von Wagram steht sowieso für Klasse, für Frische, für Kraft. Das nur kombiniert mit Reife, man gewinnt so viel und es ist Genuss pur. Im Wagram prägen kleinstrukturierte Weinbaubetriebe die Orte. Vor allem der Hofverkauf oder das Verkosten beim Heurigen ist hier sehr beliebt. Der grüne Veltliner oder der rassige Riesling zählen zu den Top-Weinen im Wagram. Doch die eigentliche Attraktion des Gebietes ist der seltene rote Veltliner, an dessen Trauben wir hier gerade vorbeispazieren. All diese Top-Weine zeichnen sich durch ihre ausdrucksstarke Individualität und die leicht salzig-mineralische Prägung aus, welche sie über die Wurzeln vom lösshaltigen Boden bekommen. Der Wagram ist seit 2021 offizielles DRC-Gebiet. 13 Rebsorten werden hier zu Wagram DRC, also zu Wein mit geschützter Herkunft. Es sind dichte Weine, bei denen hochreife Fruchtaromen und kühler Charakter verschmelzen. Die Gebietsweine des Wagram sind bereits jung zugänglich und betonen vor allem den Fruchtanteil im Geschmacksprofil. Die Ortsweine lassen die Vielfalt des Gebiets erkennen und werden im Norden vom lössreichen Boden geprägt, im Süden von Überresten des Urmeers und der Urdonau. Bei den Riedenweinen zeigt sich der Charakter der Lage. Grüner sowie roter Veltliner und Riesling aus Einzellagen vereinen Substanz und Trinkvergnügen für viele Jahre. Übrigens, das Motto vom Wagram lautet, wo grüner Veltliner rot sieht. Und wer hier ist, versteht sofort warum. Mehr als die Hälfte der Anbaufläche des Wagrams nimmt der grüne Veltliner ein, während die Trauben des Rieslings sowie Burgundersorten rund 6% des Platzes einnehmen. Doch natürlich ist der rote Veltliner das Aushängeschild vom Wagram und eine echte Seltenheit, denn nur etwa 5% der Weinbaufläche werden hier mit seinen Trauben bepflanzt. Der rote Veltliner ist ein Fan von besonders warmen Lagen, bevorzugt gut drainagierte Böden und daher auch tiefgründigen, durchlässigen Löss und mineralische Tertiärschotterböden, die man am Wagram oft findet. Die Rebsorte ist eine Diva und braucht viel Zeit und Sorgfalt. Ihre Weine bestechen durch Eleganz, viel Körper und ein Aromenspiel aus Kräutern, Steinobst und exotischen Früchten. Das kontinentale Klima Österreichs prägt den Wagram mit heißen Sommern und kalten Wintern. Warme pannonische Luftströmungen kommen von Osten durch das Donautal, während die Donau für Kühle sorgt. In der Vegetationszeit ist das Klima mild und schafft ideale Anbaubedingungen für Marillen, Kirschen, Walnüsse und natürlich für Weintrauben. Durch die Landschaft im Norden zieht sich die Wagramkante, ein Höhenzug aus jahrtausendealtem Flugsand, der die Reben mit Nährstoffen versorgt. Im Tulnerfeld stehen die Weingärten auf verschiedenen Gesteinen der Molassezone, bis man gegen Osten auf Klosterneuburg trifft. Hier liegen die Rieden auf unterschiedlich stark kalkigen Flüschgesteinen. Der Süden des Wagram besticht durch seine Vielfalt, sowohl geologisch als auch klimatisch. Währenddessen dominiert nördlich der Donau der Löss, so wie hier. Der gelblich-mehlige Gesteinsstaub ist kalkig-dolomitisch und teilweise mehrere Meter dick. Der Löss stammt noch aus der Eiszeit und wächst sich an manchen Stellen zu 40 Meter hochragenden Höhenzügen aus. Die Trauben freut das. Weil der Löss Wasser und Mineralien sehr gut speichert, können die Wurzeln ihre Nährstoffe auch aus großen Tiefen aufnehmen, was Bewässerung überflüssig macht.
Der Wagram blickt auf eine lange Geschichte zurück. Im 5. Jahrhundert vor Christus stellten bereits die Kelten vergorenen Traubensaft her. Seine Geschichte verwandelt der Wagram heute in Kultur. Zum Beispiel führen zertifizierte Lösguides durch die Kellergassen. Doch egal ob im heurigen Weinsommer oder Weinherbst, im Wagram bringt die Traube schon immer die Menschen zusammen. Der Name Wagram kommt von Wogenrhein und bedeutet Meeresufer. Das alleine zeigt schon, wie viel Geschichte in dieser Gegend steckt. Das kann man auch in Klosterneuburg sehen, in der ersten Weinbauschule der Welt, an der auch heute noch zukunftsweisende Forschung betrieben wird. Obwohl er ganz schön viele Geschichten zu erzählen hat, der Wagram ist noch jung geblieben.